Battlefield 5 am Start. Ich würde sagen, wir haben draußen Bombenwetter. Gehen wir hier ab auf die Insel Iwo Jima und gucken, was geht. Ich bin jetzt hier einfach zum Funkfeuer gespawnt. Während hier ein Panzer explodiert. Oh, gute Nacht. Nein, ich will doch erzählen, Junge. Ja. Es geht wohl hier darum, Sektoren zu erobern. Als unser Team, oder unser Team muss Sektoren erobern, als Amerikaner. Und die Japaner müssen es dementsprechend verteidigen. Dankeschön. Ich brauche einen Medic Bag. So. Hier hagelt Punkte. Was denn? Singt eine Granate oder was? Ach so. Well done. The sector is ours. So. Und weiter geht's. Ich wurde gesichtet, steht da unten. Also, dass das jetzt auch noch angezeigt wird, ich weiß nicht. Ich spiele ja Battlefield seit 1942, also seit dem Spiel 1942, nicht seit dem Jahrgang. Hab keins ausgelassen auf dem PC, ich muss eben kämpfen. Ja, das dachte ich mir schon, dass das nichts wird. Auf offener Fläche. Muss sagen, das hier gefällt mir zu einem neuen... wieder am besten. Battlefield 1 war so das Erste Weltkriegsding. Ich verstehe schon, dass man für die Spielerschaft nicht einen Ersten Weltkrieg nachbauen kann. Ist vermutlich zu erdrückend. Aber trotzdem hätte ich es mir ein bisschen autistischer, authentischer gewünscht. Und das hier macht wieder Spaß. Das ist so richtig 1942. Das ist richtig toll. Bringt einige Änderungen mit. Ich bin eigentlich ein Sturmsoldat, also ich kann eigentlich stürmen. Kann aber meine Squaddies, das sind die Grünen, auch reviven. Während das bei normalen Teammitgliedern nur der Medic kann. Und du hast eine ganz schlechte Feuerposition, Kollege. Und ich hatte auch eine schlechte Feuerposition. Und das ist wirklich eine teure Erneuerung, dass das jetzt geht. Es ist irgendwo ein Medic. Ich drücke mal auf die Wunde. Mit der linken Maustaste kann man die Revive-Zeit verlängern. Mit der rechten natürlich verkürzen. Bringt nur nichts, du hockst trotzdem im Menü. Flugzeug hätte ich ja auch gern, aber ich glaube, wir haben gar keins. Doch, wir hätten... Komm, wir versuchen nochmal einen Panzer. So. Geh mal weg. Ja, ich habe den ganz normalen Panzer. Ich muss das mal einstellen, meine Lackierung. Komm, wir gehen da hinten hin. Das ist vielleicht nicht so schlau. Ne, das lassen wir besser. Sonst kommen wir nachher nicht mehr raus. Oh, schade, hat er hochgezogen. Das mache ich ganz gerne. Ich treffe in der Tat nicht immer. Aber ich schieße gerne mit dem Panzer auf Flugzeuge. So. Wenn die dann explodieren und gar nicht wissen, woher das kam. Das mit dem Panzer und sowieso... Wer Battlefield 5 nicht kennt, das ist auch eine Neuerung. Du hast nicht mehr unendlich Munition im Panzer, wie auch im Flugzeug nicht. Du musst dein Zeug auffüllen. Jetzt wurden wir von einer Bombe getroffen. Gott sei Dank sind wir nicht gerade hochgegangen. Komm, auffüllen. Und reparieren bitte. So, weiter geht's. Ja, ich weiß, eigentlich spielt man Battlefield eher so, aber für die Übersicht ist das jetzt halt doch viel besser.
Ich hoffe, euch wird nicht schlecht dabei. Jetzt suchen wir uns eine schöne Feuerposition. Achso, und wir müssen nach vorne, ne? Ja, wobei, das dürfte eigentlich genügen. Das wäre nichts mehr. Ich habe jetzt einfach nur geschätzt und das war viel zu kurz. Okay. Jetzt verpisst er sich natürlich, jetzt kannst du vergessen, dass der schön stehen bleibt und auf unsere Schüsse wartet. Wenn ich teilweise nichts sage, ist das, weil ich mich konzentriere. Im Gegenzug zu anderen kommentiere ich das live, also ich zock das tatsächlich auch jetzt gerade. Oh, den hätte ich gerne. Naja. Zock das jetzt auch gerade und spreche das nicht ein. Deswegen seien mir solche stillen Momente verziehen. Ich glaube, jetzt habe ich den Panzer rippt. Komm schon. Ich habe ihn doch nicht rippt. Eben reparieren. Ja, das ist halt das Problem. So. Mehr reparieren kann man nur von außen. Ich krieg das Rohr nicht hoch. Panzer jagen, ist klar. Also wie gesagt, sei mir nicht böse, wenn ich im Moment ruhig bin. Das hasse ich aber. Ich hätte ja wirklich gerne ein Flugzeug. Aber irgendwie komme ich nicht dazu. Wenn ich ins Spiel komme, also auch wenn ich die Runde... Was zum... Ernsthaft? Ich möchte mich zu diesem Spielernamen Kreta in Sweden nicht äußern. Komm nicht gut. Ihr könnt mir in die Kommentare mal hauen, was ihr so davon haltet. Also vom Spielernamen. Und unbedingt auch... wie das hier Battlefield... Na, bis das immer mal... bis man mal drücken kann, wie ihr Battlefield findet, ob ihr selber spielt und ob ihr schon mal geschafft habt, ein Flugzeug zu kriegen oder ob die auch immer schon weg sind, wenn ihr ins Spiel scheint. Gute Nacht. Und ich gehöre natürlich dann nicht zu den Assis, die warten... bis ein Flugzeug mal da ist, weil ich will dann lieber spielen und das Team unterstützen. Ja. Hey, der Typ, ne? Der Typ hat irgendwie 200% Health. Naja. Und mein Medic hat 200 Spritzen für mich. Ich dachte eigentlich, es kommt wieder eine coole, irgendwie ein cooler Move, eine coole Animation, war aber nichts. Immerhin, einen habe ich mitgenommen. Ja. Nö, lieber nicht. Sonst stirbt der Medic auch noch.
Oh, wir haben ein Flugzeug. Das nehmen wir natürlich. Okay. Das ist für mich ganz neu. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Hoch mit dir. Maschine. Jetzt mal hier abdrehen. Okay. Das ist für mich ganz neu jetzt. Gibt's das noch mit den... mit den Bombenpunkten? Ja, die gibt's noch. Finde ich ja sehr, sehr gut. Tatsächlich. Ich bin... begeistert. Kann ich nach hinten gucken? Was für ein Mist. Habe ich jetzt wieder Bomben? Nein, habe ich nicht. Okay, das sind schwere Kanonen. Eigentlich fliegt man ja so, ne? Eigentlich. Dann kann man noch zoomen, wenn man das möchte. Weil ich noch nicht ganz so... Tut mir leid für die ruhige... so, für die ruhige Minute. Das war eine Schweigeminute für meinen Panzer vorhin. So. Man fliegt ja eigentlich vom Cockpit aus. Tatsächlich ist es natürlich viel, viel einfacher so. Das will gesagt sein. Und... okay, der ist viel, viel wendiger als mein Flugzeug. Ich glaube, ich werde gleich down gehen. Weil ich weiß nicht, wieso, woran das liegt. Es ist ja, ich muss sagen, gar nicht... Ja, ich gehe gleich down. Ich kann gar nichts dagegen tun. Der trifft mich, obwohl ich volle Kurvenflug mache. Also, ich verstehe es gerade nicht, woran das liegt. Also ich ziehe voll den Stick nach hinten, ne? Nö, das war's. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe den Stick voll nach hinten gezogen. Tut mir leid, das ist mein Handy. Ja. Trotzdem wurde es wohl da nichts. Ich habe immer so ein, wie so ein Flattern gehabt. Frage sich einer, wieso. Naja. Vielleicht ist mein Stick am Arsch. Ich weiß es ja nicht. Aber jetzt haben wir das auch schon mal gesehen. Und weiter geht's. Im nächsten Sektor. Oh oh. Oh. Und da haben wir den auch schon eingenommen. Den schönen Sektor. Was ist das eigentlich hier? Eine Riesenkanone oder was? Das ist eigentlich so... ja, so eine große Kanone halt, ne? Geht's weiter? Ja, es geht weiter. Okay, das ist dann der letzte Sektor. Müssen wir quasi King of the Hill
spielen. Aber ich bin der King of, ich gehe einen anderen Weg. Vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht. Kann man hier hoch? Komm, nein, hier wird das nichts. Ich habe erst jetzt gesehen, dass die Map ja da fertig ist. Immerhin ein. Ach, da ist mein Kumpel. Der stellt mich jetzt wieder auf. Das ist natürlich nett. Ich will hier hoch gerne. Komm. Wir wollen die amerikanische Fahne hissen. Gibt ja so ein ganz, ganz bekanntes Bild von amerikanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg. Das ist hier passiert. Oh ne, da hat es mir zu viele Japaner. Auf Wiedersehen. Och, da kommt halt so ein Flugzeug. Aus 1000 Kilometer Höhe. Naja. Ah, mein Kumpel ist da. Ich hätte auch gerne so eine coole Weste wie der. Ei, 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 ei. Wir haben gewonnen. Damit danke ich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Boom gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, Anmerkungen, Fragen. Und mit diesem schönen Squad verabschiede ich mich. Vergesst den Abo-Button nicht kaputt zu hauen. Lasst mir ein Like da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.